Obwohl Kratos fliehen konnte, war die Horde weiterhin auf einem glorreichen Siegeszug. Nun war die Zeit gekommen, ein Zeichen zu setzen und mit einer besonders abscheulichen Bösartigkeit die Kreaturen der Horde zu inspirieren. Dazu zog die Horde tief in die wohlhabenden Herzlande der Allianz, um dort ein Wesen zu jagen, dessen zuckersüße Güte und Herzlichkeit einem Ork die Hauer abfaulen ließ. Ein Einhorn. Ich bin geschockt. Ein Einhorn. Ich glaubte immer, das sei ein Fabelwesen. Ich glaubte immer, das gibt's nicht. Meine Mutter hat mir damals, als ich noch ganz klein war, als Nachtgeschichte immer eine Horrorgeschichte erzählt. Über ein Einhorn. Das all das Böse in Gutes verwandelt hat. Ich mag gar nicht dran denken. Nein, 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 nein. Wir müssen... Nein. Wir sollten... Nein. Wir sollten und müssen dieses Einhorn für alle Ewigkeiten still schweigen lassen. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeon 2. Ich bin euer Dranbaki, heute wieder im Bösen. Und ihr wisst ja, das Böse, das ist gut. Ja, ihr habt schon mitbekommen, es geht um Einhörner. Okay, genau gesagt, nur um ein Einhorn. Aber das... das muss weg. Sowas Gutes muss weg. Das können wir nicht brauchen. Nicht hier, nicht jetzt. So, Barden schärfen Fallen. Aha, können unsichtbare Einheiten aufdecken, heilen, verbündeten und so weiter. Vergrößert. Viele Goblins und Nagas hatten sich in der Armee des militärischen Bösen eingefunden. Zufrieden war es aber trotzdem noch nicht. Um sich weiterzuentwickeln, würde es einer besonders widerwärtigen Tat bedürfen. In diesen Landen lebte ein feenhaftes und bezauberndes Wesen, dem die Herzensgüte aus allen Poren tropfte. Der Tod des Einhorns würde die Horde zu Größerem inspirieren. Außerdem würde sich sein Kopf sehr gut über dem Kamin machen. Oh ja. Allerdings war diese Kreatur nicht nur stark, sondern er wohnte auch eine Magie inne, die selbst den bösartigsten Ork zu besänftigen und auf seine Seite zu ziehen in der Lage war. Hier würde es Hilfe brauchen, um die Horde nicht in einen Haufen jämmerlicher Blümchenkettenbastler zu verwandeln. Kettenbastler ist ja gut, aber ich blüte. So, wir haben schon eine Brauerei. Ah ja, Lazarett haben wir auch schon. Und eine Gold. Okay. Kristalle werden auch schon. Was habe ich denn nicht? Ne, also das habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Und. Eine Tüftlerwerkstatt brauche ich noch. Und so. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sollte das okay sein. So, ja, wir brauchen erstmal 1, 2, 3, 1, 2 und... Oh. Eigentlich wollte ich jetzt noch einen Ork haben. Gerüchte besagten, dass es hier eine alte Höhle gab, die ehemals von Orks bewohnt worden war. Vielleicht würde das ultimative Böse dort seine Antworten finden. Aha. Wollen wir mal hinschauen? So, da. So sieht's aus. Ja, diese Höhle. Also jetzt müssen wir hier mal irgendwas aufbauen. Mensch. Orks. Scheiße. Ich muss mir noch... Ja. Ich muss mir noch Platz lassen. Für... Hm.
Also das Lazarett. Im Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen haben. Auch noch ein bisschen vergrößern. So. Kann nie zu groß sein. Jo. Leider ist mir noch ein Absatz entwischt. Entschuldigung. Drei aufstrebende Allianzstädte befanden sich in der näheren Umgebung. Vormals handelte es sich dabei um Industriestädte mit geregeltem Handwerk, das goldenen Boden hatte. Doch die Bankenbranche hatte in den letzten Jahren geboomt und somit waren mittlerweile alle Bewohner im Bankensektor tätig. Vernetzt waren diese Städte über ein bewachtes Straßensystem, das gemeinhin als geil. Wall Street bekannt war. Ist das von Belang? Ich glaube nicht. Nein, gar nicht. Muss man nicht wissen. So, wir müssen ja alles Gold einsammeln, was wir hier einsammeln können. Und was nicht, das können wir auch zuschütten wieder. Wir sind jetzt mit dem Lazarett beschäftigt. Na, apropos zuschütten. Einmal hier und einmal hier bitte. Einfach eine Wand hinsetzen. Kann nicht so schwer sein. So. Mit Tuch. Da bauen wir, wenn es geht, noch aus. Weil schlussendlich war das schon erstens mal mein Plan. Im geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, so, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen haben. Ja, genau. Finde ich gut. Wir brauchen Gobline. Ja, Goblin. Gobline. Zwei Stück. So, ihr seid fleißig am Mana produzieren. Oder auch nicht. So. Ich weiß nicht, wie ich... Oh. Hier waren Spinnen tätig. Irgendwo hat Spinnen. Ich weiß nicht, ob ich da weiter soll machen. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich den Staatshilfen hatten eine der bedrohten Banken in Form eines Goldesels erreicht. Solch eine gut funktionierende in Form eines Goldesels neben den Bankstern auch immer Helden an, die ihre Beute aus dem letzten Streifzug einlagern wollten. Als dies getan war, marschierten sie zielstrebig auf den nächsten ihnen bekannten Dungeon zu. Dummerweise gehörte dieser dem ultimativen Bösen. Und dieses war ein Ziel, an dem sie sich die Zähne ausbeißen würden. Das ultimative Böse würde keinen weiteren Goldtransport zu einer der in Not geratenen Banken mehr durchlassen, um ein zusätzliches Heldenaufkommen zu verhindern. So ganz stimmt das ja nicht. Gierige ne? Menschen machten dem geizigen Bösen im Untergrund den Platz streitig. Sie würden auf äußerst schmerzhafte Art und Weise lernen, dass das Böse niemals teilt. Ich glaube, ich unterliege hier jetzt gerade. Ich unterliege wirklich. Ja, du heilst und keiner greift den an, oder wie? Was macht denn das für Sinn? Gar keinen Sinn. Na komm, greif an. Ja, okay, Lazarett, wo bist du? Ah, ich wusste doch gerade vorhin auch, wo es ist. Da ist es ja. So. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Der Thronsaal wird angegriffen. Der Scheiß ist nur, dass
Alter! Oh ja, mein Super-Troll ist tot. Hier, da kommen ja noch mehr. Hilfe! Verteidigt den Thronsaal! Ich bin dran. Nee, eben bin ich nicht dran. Ah, scheiße. Sieht ja ziemlich katastrophal aus. Ey. Der letzte Arbeiter war aus der Goldmine vertrieben. Dieser Bereich des Untergrunds war nun fest in der eisernen Hand des ultimativen Bösen. Also in seiner Hand des Terrors. Ansonsten konnte er sich ja nicht groß bewegen. Ja, das ist so. Und ich habe keine Kreaturen hier, die nicht genügend Geld. Fängt das schon an. Elend. Ah, warte mal. Ah. Eins. Eins. Na komm, kämpf jetzt. So, ja. Ich lasse zuerst mal die Schnotterringe ein bisschen Gold herschaffen. Das ist ja. Na, das ist ja fürchterlich, wenn man kein Gold hat. Jetzt mache ich noch ein paar Betten, dass sich alle ausruhen können. So, das war's. Und wenn ich dann noch genug Mana habe, werde ich... nee, werde ich nicht. Nee, das hat ja gar nichts mit Mana zu tun. Ich werde hier eine... Ja gut. Ich wollte eigentlich das hier. Aber das dauert noch. So, Na, doch. Ich habe gelernt, alles Gold abzubauen, was ich finde. Naja, gut gelernt habe ich es nicht, aber... Eine weitere Bank bedurfte staatlicher Hilfe. Sofort war ein Goldtransport auf der Wall Street dorthin unterwegs. Auf der Wall Street. So, leider, ne, gibt es hier kein Kristall mehr. Hau mal den Dings da weg, das ist ja schlimm. Ja, der regenerieren lassen, damit hier noch Gold dran kommt. Das ist so ein Respawn-Punkt für Gold. Irgendwie. 20 Fässer. Ja, okay, doch. So, einmal Rundgang hinter das Böse. Zahltag, lasst mein Gold in Ruhe. Lasst es sein. Ich habe den Ach nee, da ja, ich bin hier, der Goldtransport ist da, ne? Ja, die gehen da runter. Nee, das kannst du vergessen, lieber Kollege. Das funktioniert nicht. Ich lach mich selbst aus. Ja, okay. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen.
Nein! Ich kann doch schon ein Lazarett bauen. Wieso soll ich das jetzt... Achso. Achso. Ja. Schnelles Heilen, das wäre nicht ganz so schlecht, wenn ich das machen könnte. Ach, 750, nicht 250. Ach du Scheiße. Naja, dann bauen wir hier noch eine, naja, weiß auch nicht, Arbeitsstätte für irgendeinen Goblin, der nichts zu tun hat. Und hier bauen wir die Kristalldings noch weiter aus. So. Oh. Das sieht ja bescheuert aus, wenn hier ein Loch ist. Du wärst an für sich eigentlich gar nicht so schlecht da gewesen. Huch, jetzt können wir ja Mana sammeln, bis wir schwarz werden. Nicht genug Mana, okay. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen. Ein paar Kreaturen des ultimativen Bösen hatten ein Lagerfeuer entfacht und zu grillen begonnen. Der Geruch von frisch gebratenem Fleisch wehte durch den Untergrund. Okay. Ja. Wer Hunger hat, der hat Hunger, ne? Hier. Genau, keine Ahnung, was das war. Ich sammle einfach mal all dein. Vielleicht können wir jetzt unsere Trainingssachen. So. Mein Gott, wie groß ist denn der Dungeon noch, ey? Das ist ja... Oder aller Sau, das Ganze hier. Ich bin wieder mal dran und drauf, mal Räume freizuschaufeln. Mann, 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 Mann. So. Wo gibt's Blitze? Wo gibt's Donner? Was passiert hier? Speichern, ja, von mir aus. Ne, jetzt mache ich zuerst den und danach mache ich diesen da. Diesen da, diesen da, ja, das mache ich, diesen wieder da. Wieder einmal hatte ein Goldtransport eine Stadt erreicht und damit eine Bank gerettet. Tja, sie sollten genießen, was sie bekommen. Na... Also mit Türen sieht das Ganze einfach extrem schöner aus. Ich weiß nicht wieso, aber... Ne? Halt räumlicher, hauslicher, gemütlicher. So. Natürlich ins Lazarett auch eine Tür. So. Seht ihr, hier hat es jetzt wieder Gold. Und ehrlich gesagt, sind die hier eigentlich wieder zuschaufeln. Ja, weil, ne? Braucht's ja nicht. Da setzt ein Feuer! Ich glaub's ja. Ah ne, der manipuliert. Jo, genau. Keine Chance haben sie. Aber ihr könntet eigentlich gleich mal runterkommen. Also, ne, halt. Naja, okay. Lazarus. Lazarus, ja, das ist was anderes. Lazarett. Hier und... Ja. So, Betten, bitteschön. Wie viel Gold haben wir? Viel zu wenig. So. 250 macht das Ganze. Oh je, Mine. Da brauchst du noch Geld. Oh, jetzt habe ich wieder kein Geld. So, was bauen wir denn hier aus? So. Ja, genau.
Gold wird wiedergeboren. Wie viele Soldaten habe ich denn jetzt eigentlich? Sag mal. Wo habe ich jetzt die Schatzkammer? Da. Oh, da fehlt noch eine Tür. Wie konnte mir das passieren? So. Die Tür in die Schatzkammer. So. Oh je, jetzt rennen alle. Ach ja. Rennen alle in die Kammer und klauen mein Geld. Wo habe ich denn noch eine Schatzkammer? Sag mal. Habe ich noch irgendwo? Schatzkammer. Irgendwo. Geld. Ach ja. Hier, neben mir. Also da kann ich nichts rausreißen, aber das und das und das geht nicht. So, meine Schnotterlinge sind jetzt beschäftigt, bis sie alle mal die Türen gebaut haben. So, Räume habe ich keine spezialistischen Räume mehr. Forschen könnten wir nichts. Warum nicht? Kein Geld. Ja. Schöner wäre es, wenn ihr mal da erforschen würdet, ne, das und das und das, mehr Gold-Erzeugung. Ups. Da. Kommt gar nicht mehr nach, weil sie gar nicht mehr wissen, wohin das sie bauen sollen. Oder was sie alles abreißen sollen. Da sind irgendwelche Mauern hier. Interessant, diese Gegend. So. Kannst du ja alles wieder zuschütten. Es war wieder einmal Zeit für einen Goldtransport. Ja, keine Zeit jetzt für diesen Goldtransport. Ich habe nur ein Ork, Leute. Ich habe nur ein Ork. So. Komm, aufstehen und nieder mit. Einer, der heilt und einer, der nicht heilt. Naja, schön wäre es ja. Da. Ups. So, wunderbar. Könnt ihr den ganzen Bereich hier auch eliminieren und das Gold klauen. So. Ich bin schon am Ende der Karte. Das ist ja. Was haben wir hier oben? Oha. Ach, hier haben wir noch. Ah. Noch immer hatte das fragwürdige Böse die verschönert, lümmelt herum, motiviert andere, ja, das war tüftelt vor sich hin, lümmelt herum, tüftelt vor sich hin, tüftelt vor sich hin, tüftelt mal hier ein bisschen vor euch hin, so. Dann können nämlich hier der kann Kristall nämlich freigegeben werden und somit können wir Mana machen. Oh, übrigens Mana. Na, wir könnten hier mal forschen. Erforschen, was wir erforschen können. So. Ach Gott. Mach's doch komplizierter, als es ist. So. Z. Und zwar das hier und das hier und was denn noch? Das hier und
Immer noch das hier. Jo. So. Heiltrank hier hin. Und Buch immer gut gelaunt. Okay, immer gut gelaunt. Wie kann man so nur... Das hat ausgesehen, als würde der Gitarre spielen. E-Gitarre. Bier, oh Gott. Oh Gott. Ihr glaubt mir jetzt nicht, was ich jetzt gerade gesehen habe. Das bringt mir absolut gar nichts. Oh mein Gott. So. Ach ne, das wäre der Kristallraum. Ach scheiße, Mann. Ich muss tun, was ich... Oh, hier kann ich noch wegnehmen. Und hier... Warum auch immer. Weil ich kann hier kein Brauereikessel hinbauen. So, ich habe hier noch Gold. Oh, jetzt habe ich plötzlich wieder viel Gold. Das sehe ich gern. So. Und so. Irgendwie müssen wir doch hier jetzt noch einen Kessel hinbekommen. Kriege ich hier noch eine weitere Bank war durch üppige Staatsanleihen gerettet worden. Noch einen hin? Nee. So, das kannst du ja so machen. Nee, kannst du nicht. Naja. So. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Wall Street Geschichte hier. Ja, abbauen, aufbauen, niederbauen. Ja, meine Leute, die kommen einfach nicht nach. So, wir könnten ja mal Fallen erstellen und Räume, Räume verbessern. Ach nee, haben wir ja wieder kein Gold. Oh je. Aber hier können wir. Ach komm jetzt, lass mal. Mana. Wir könnten das noch erforschen und das noch erforschen. Achso. Ja, gut. Nicht trinken gehen. Arbeiten. Habe ich jetzt? Da habe ich doch wirklich. Ich dachte schon. Kein Gold. Nein! Kein Gold! Nein! Ah, Leute, das ist doch unfair. Das ist gemein. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Wo denn? Da unten. Schön. Dann sollen sie da sein, wenn sie sterben wollen. Oh, Brauerei. Ja, so. Jo. Jo. Ach Gott. Jo, Meine Schnotterlinge, die sind... du. Geht's euch eigentlich noch gut? Klopfen da an die Tür. So. Also, ne, Gold haben wir ja eigentlich genug. Was zum Teufel ist das Grüne hier? Ich glaube, das ist nichts Gesundes. Ach, das sind die Spinnen. Hier hinten hat schon wieder Spinnen. Ich habe Spinnen entdeckt.
Oh, hier gibt's noch mehr Spinnen. Och, ich dachte, ich hätte jetzt Ruhe. Oh oh. Nun ja, gut. Wir müssen erstmal hier den Kristall einnehmen. Wie teuer ist denn das? 40? Na, dann kann es so schwer sein, jetzt noch irgendwie 40 aufzutreiben. Willst du mich jetzt veräppeln? Die Knochen des ultimativen Bösen hatten eine Wand abgetragen, so wie schon tausende Male davor. Ja. Doch als diese Wand einbrach, gab sie den Blick frei auf eine große Höhle, die von einigen dicken und besonders widerwärtigen Spinnen bewohnt wurde. Dieser Plage musste so bald wie möglich Einhalt geboten werden. Anderen Falles würden sich diese ekelerregenden Tierchen im Untergrund unheimlich schnell ausbreiten. Ja, dann viel Spaß. Mein Gold, Leute, mein Gold. Mein Gold, das geht dem Ende zu. Ich brauche unbedingt noch einen Schnurrling. So einen. Orks habe ich so keine mehr. So gar keine. Einen habe ich. So. Ja, hier fehlt wieder das Gold. Den hast du schon erforscht. Nee. Keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Ja. Okay. So. 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 Und... Eine weitere Bank bedurfte staatlicher Hilfe. Sofort war ein Goldtransport auf der Wall Street dorthin unterwegs. Schön. Freut mich aber für euch. So. Zahltag. Zahltag. Ihr wisst schon, dass ich kein Gold habe, oder? Ich habe kein Gold. Also das Lazarett sieht schon wunderschön aus. Was macht denn der einzige Stein hier? Ach, das war ein Goldstein. Ihr seid zu nah bei den Spinnen, liebe Freunde. Die Spinnen machen ja gar nichts. Sind ganz lieb. Nett. Schaut euch das mal an. Die können da rumlaufen und so weiter. Was ist das denn? Kann ich die nicht hauen? Ich will die hauen. Die Spinnen sind ganz fröhlich. Nett. Lieb. Schaut euch mal das an. Oh ne, der hat Angst. Aber trotzdem. Die machen ja gar nichts. Die stehen nur da. Noxygen streikt. Wieso streikst du? Ja. Unser Bierkellner, der kommt nicht nach. Der ist überfordert. Weil im Prinzip, ja, kaum. Ja, ja, kommt Mods rum. Mods nicht rum mit mir, hau ab jetzt. Geh arbeiten, mach irgendwas, aber lass mich in Ruhe. Jetzt haut er gleich ab. Ja, sauf dich, Tote. Du streikst? Wieso streikst du? Hier hast du Bier. Hier musst du streiken. So, halt. Retour. Ja, jetzt gehst du wieder. Toll. Was haben wir denn hier? Baut euer Dungeon aus, transportiert Waren, braut Bier, gräbt nach Gold. Ne, du gehst hier hin. Lümmelt herum. Ne, was? Flieht panisch. Vor was? Hä? Braut Bier, baut... Ach komm jetzt. Ja. Wo ist mein... Wo ist...
mein Gott, die Mana hier, hey. Ja, richtig unheimlich. Oh, noch ein Kristall. Schön. Schön, schön, schön. Aber ich brauche nicht Kristalle, ich brauche Gold. Ja, Gold. Auch so ein blöder Stein hier. Alter, was habt ihr hier gefunden? So, ich habe gleich mal die ganze Höhle ausgebaut. Und immer noch kein Geld zusammen. Das ist richtig schlimm. Ein Goldtransport hatte eine notleidende Bank erreicht. Kann aber auch vielleicht dauernd sein, dass die so lange brauchen, weil die Goldkammer hier irgendwie zu weit weg ist. Ich mache jetzt einfach mal, wo sind jetzt die drei? Die drei. Ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen und da noch ein bisschen. So. Da müssen sie nämlich nicht zu weit laufen und wir sind alle glücklich. So. Jo. Oder so. Nicht genügend Gold. So, dann erforsch mal das hier. Das hier, so. Gut, Leute. Das war's mal mit dieser Folge. Wie es weitergeht, was wir beim nächsten Mal machen, sehen wir beim nächsten Mal. Ja, das mörderische Drachen hören wir auch nochmal. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das ist schön. Wie das ausgeht, werden wir das nächste Mal schauen. Tschüss!